OMR, der Körper-Podcast mit Ilan. Mehr über meine Arbeit findest du auf Carlys Kuss und auf meinem Blog 101 Miles of Sexual Healing. Hallo Tigerin, hallo Tiger. Wir sind im zweiten Kapitel zu den Secrets of Healing und es werden tatsächlich noch mehr Kapitel, weil die offenen Heilungsgeheimnisse sich hier stapeln in meiner Körperin. Also, ich würde gerne heute darüber sprechen, dass wir, wenn wir heilen wollen, zum Beispiel von einem Trauma in unserer Vergangenheit, dass wir oft davon ausgehen oder hoffen, wenn ich dann mal geheilt bin, dann taucht das Problem nicht mehr auf. Wenn ich dann mal geheilt bin, dann muss ich mich mit diesem Thema nicht länger befassen. Und das Gegenteil ist der Fall. Heilung bedeutet oft, dass du umso präziser wahrnehmen kannst, erstmal, wo überall dieses Problem oder dieses Thema in deinem Leben auftaucht. Und zweitens bedeutet es einen bewussteren Umgang damit. Heilung ist dadurch etwas, was ich nicht definieren möchte als jemand hat ein Leben ohne Herausforderung oder jemand hat eine Beziehung, in der nie jemand mit dem anderen streitet oder so, sondern eher etwas, wo Probleme, Konflikte, Angriffe, Trigger auftauchen und wo dieser Trigger nicht mehr dasselbe auslöst wie früher. Denn das Charakteristische an Trauma und Traumatriggern ist ja, dass wir augenblicklich, ohne es beeinflussen zu können, aus dem Lebensmodus wechseln in den Überlebensmodus. Das ist das, was ich an anderer Stelle beschreibe als ein zweidimensionales Erleben. Es ist wie eine dissoziierte Abfolge von Fotos, die wir plötzlich erleben. Und es ist nicht mehr ein dreidimensionales Leben, in dem wir selber durch unsere eigene Lebenslandschaft wandern können. Und dieses Zweidimensionale, dieser Überlebensmodus, dieses mein Leben steht auf Pause und wartet darauf, dass es irgendwann weitergehen kann, wenn ich diese Situation geschafft habe, das hört auf. Das heißt, der Trigger versetzt dich in die Lage, anzuwenden, was du im Laufe deiner Heilungsreise gelernt hast, was du ausprobiert hast, was du verfeinern möchtest. Heilung ist etwas sehr Praktisches. Und Heilung ist damit auch etwas, was in deinem Alltag funktionieren muss. Ich glaube, dass wir alle die ersten Heilungsdurchbrüche in relativ idealen Settings erleben. Also das kann im sexuellen Traumabereich eine Tantra-Massage sein, in der ich zum ersten Mal in meinem Leben erlebe, dass jemand nichts von mir will und dass ich wirklich sicher bin mit meiner sexuellen Kraft. Das kann in Bezug auf Beziehungen sein, dass meine ersten Heilungserlebnisse sind, wenn ich mich bei einer Therapeutin oder einem Therapeuten perfekt sicher fühle und dass ich dieses Erleben von wow, ich kann Kontakt haben und mich sicher fühlen, dann später übertrage auf meine Beziehung. Aber Heilung im Endeffekt bedeutet, dass das, was du da erlebst an Durchbrüchen in deinem Nervensystem, an Tiefe von Glück im Kontakt, mit deiner eigenen Kraft, mit einem Partner, wie auch immer, dass du das übertragen kannst auf das in Anführungsstrichen reale Leben. Nun ist zwar alles real, aber ich habe ja schon darüber gesprochen, wir hoffen oft, wenn wir heilen, dass wir in eine andere Welt hinein heilen können. Und das ist nicht der Fall. Wir werden nicht den Planeten um uns herum verändern. Wir werden nicht das Trauma unter Menschen um uns herum verändern. Wir werden nur unsere eigene Beteiligung an diesem 2D, an diesem Überlebensmodus, das werden wir aufhören können. Wir werden dadurch selber lebendiger und natürlich werden die Menschen um uns herum von dieser Lebendigkeit inspiriert, automatisch in ihren Körperinnen und Körpern und können selber erforschen, wie es ist, nicht ständig in den Überlebensmodus zu wechseln, wenn es eigentlich gar nicht wirklich ums Überleben geht. Heilung ist also etwas ganz Praktisches, down to earth und eigentlich nirgendwo sonst. Heilung ist das, was deine Beinnerven, deine Fußmuskeln wieder anwenden können an Lebendigkeit, statt dass dir jede Kleinigkeit den Boden unter den Füßen weghauen kann. Im Alltag ist Heilung also etwas, was du wie einladen kannst als, okay, ich bin jetzt hier 14 oder 16 Stunden wach, bevor ich wieder schlafe. Und Heilung sind ja auch gar nicht nur die riesengroßen Trigger,
die Katastrophen, die einmal im Jahr über dich hereinbrechen, sondern Heilungsgelegenheiten sind ja auch die vielen kleinen Momente von, wie kochst du dir morgens deinen Kaffee und dein Mitbewohner macht genau das Gesicht, wodurch du Angst vor ihm bekommst. Und wie kannst du mit diesem Gesicht und dem Einfluss, den es auf dein Nervensystem hat, irgendwie heiler umgehen? Das sind viele kleine Aufmerksamkeitsschulen oder Einladungen. Und meine Erfahrung ist, wenn wir in den kleinen Bereichen im Alltag üben, dann haben wir ein gutes Übefeld schon vorbereitet, wenn wir wirklich mal herausgefordert sind, dadurch, dass jemand, den wir sehr lieben, sehr krank ist oder wir wirklich auf einer Ebene getriggert sind, die alle Menschen triggern würden und nicht nur uns mit unserer individuellen Biografie. Und dann möchte ich noch über einen anderen Punkt sprechen, der mir aufgefallen ist, wenn wir über Heilung reden. Das Wort hängt sehr hoch, es klingt sehr groß. Und wir neigen natürlich dazu, uns selber da dem gegenüber unheil zu fühlen und ständig auf dem Weg zu fühlen. Und auf einer Ebene ist es sicherlich so, dass wir unser Leben lang heilen werden und dass wir garantiert sterben werden und vieles nicht geheilt haben. Das heißt, wir sollten unser Leben und unsere Lebensfreude auch nicht verschieben auf die Zeit, wenn wir denn mal geheilt sind, weil die in dem perfekten Sinne nicht eintreten wird und vielleicht auch gar nicht eintreten möchte. Aber es gibt eine Form von Stress, die damit zusammenhängt. Und zwar, oh Gott, wie soll ich es schaffen, ein heiles Leben zu haben? Je bewusster ich werde, desto mehr fällt mir ja auf, was alles noch nicht heil ist an mir oder an meinem Erleben oder an meinem Umgang mit Mitmenschinnen, Mitmenschen. Und demgegenüber möchte ich dir eine andere Frage vorschlagen. Eben nicht, oh Gott, wie soll das werden? Ich will ja komplett geheilt und durchlässig sein und Licht und Liebe. Sondern, was ist das Heilste, was ich in genau dieser Sekunde machen kann? Wenn du einen Schritt weitergehen möchtest, was ist das Heilste, wie ich die nächsten 5 Minuten verbringen kann? Und wenn Heil an dieser Stelle ein bisschen abstrakt für dich klingt, dann kannst du Heilung durch 2 Begriffe ersetzen, die garantiert ganz eng mit Heilung zusammenhängen. Und zwar, was ist das Liebevollste und was ist das Lebendigste, was ich in der jetzigen Situation machen kann? Mit liebevoll meine ich an dieser Stelle liebevoll mit dir selber. Je mehr du das Wort liebevoll aber wirklich offen lässt und nicht in einer konditionierten Weise anwendest auf, ich muss Liebe anderen geben. Je mehr du einfach mit dem Wort liebevoll in dir umgehst, desto mehr werden deine pragmatischen Antworten, aber welche sein, die tatsächlich mit dir selber liebevoll sein können. Die nächsten 5 Minuten liebevoll und möglichst lebendig zu verbringen, das ist, glaube ich, die viel freundlichere und realistischere Richtung, um ein Heilungsprojekt runterzubrechen von diesem, oh Gott, der Mount Everest und ich habe nicht mal eine Sauerstoffausrüstung, hin zu diesem, hey, ich mache einfach den nächsten kleinen Schritt. Ich schaffe einfach die nächsten 5 Minuten. Und wenn du wirklich mal getriggert bist, Tigerin oder Tiger, das ist nichts, was dich von anderen unterscheidet, sondern etwas, was dich mit anderen zutiefst verbindet, dann schau, kann ich noch mal einatmen? Und kann ich nochmal ausatmen? Kann ich dieses Einatmen 1 Gramm mehr spüren? Diese Freundlichkeit hat auf vielen Ebenen dann tatsächlich neben dem Pragmatischen etwas Magisches über das, wie es Heilung in deinen Alltag zieht. Und letzten Endes wollen wir nicht die ekstatischen Sternstunden für dich organisieren, sondern einen Alltag, der komplett selbstverständlich in alle Glücksrichtungen, in alle Freude- und Lustrichtungen hineinströmen kann. Das heißt, mach Heilung zu einem kleinen Schritteprojekt jeden Tag und dann ist jeder Tag automatisch was ganz anderes als zweidimensional. Viel Spaß! Danke fürs Zuhören, danke fürs Ausprobieren und Teilen. Du kannst diesen Podcast gerne kommentieren und ich freue mich über eine positive Bewertung auf iTunes. Atme tief, lass dich leuchten auf deinem Weg.